Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Eine ganz wichtige Sache vorneweg. Zum einen geht es um alle Spieler. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie viele Daumen runter dieses Video bekommt. Das ist für mich immer so ein Sonderzeichen, dass sich gewisse Leute outen. Es geht um sämtliche Strikepack-Spieler, die ein bisschen vorsichtig jetzt sein sollten in Zukunft mit der Verwendung solches ekelhaften Hilfsmittel, sage ich jetzt einfach mal. Die einen cheaten halt auf Konsole und haben hier so ein ekelhaftes Strikepack am Controller und die anderen cheaten halt auf dem PC, riskieren ihren Account. Und ich erzähle euch gleich, warum alle besser in Zukunft die Finger von diesen Dingern lassen sollten und endlich auf ehrliche Weise spielen sollten. Und es geht um das Rampart Town Takeover Event und warum es eventuell ein völlig anderes Erbstück geben könnte, als wir ursprünglich denken. Es könnte sein, dass Respawn uns ein bisschen trollen will. Dazu später mehr. Ich fange jetzt erstmal mit dem Strikepack-Spaß an. Also die meisten von euch, gerade die, die regelmäßig im Livestream auf Twitch dabei sind, die wissen, was ich von Strikepack-Spielern und von Cheatern allgemein halte. Das ist natürlich das allerletzte, was man machen kann und ist einfach nur eine armselige Art und Weise, anderen Spielern das Spiel zu versauen. Mehr ins Detail gehe ich jetzt mit meinen Meinungen nicht, sonst wäre ich asozial. Also, kommen wir zum Punkt. Respawn hat vor einigen Tagen die Regeln für die alljährlichen, keine Ahnung in wie viel Abständen, wie viel Monaten, die Apex Legends Global Series stattfindet. Das ist ein Turnier unter den ganzen Pro-Gamern. Und Moment, das ist der falsche Post. Und zwar sind hier die Regeln, also das ist zumindest ein Auszug der Regeln für die kommenden Championships, dass Strike Packs für Konsolenspieler absolut verboten sind. Mehr steht hier erst, also hier steht noch eine Menge mehr. Das ist hier, wer Bock hat, stoppt hier kurz, der kann sich die 11. Zeile genauer durchlesen und da wird auch das Strikepack als solches betitelt. Und was nämlich auch interessant ist auf Twitter, das hat Garrett Leaks nämlich veröffentlicht, Respawn hat nämlich, und das ist nämlich das absolut Geniale, und aktuell ist es aber wirklich noch so, dass es nur für die Championships gilt, nicht für die ganz normalen Spieler, die Ranked spielen oder Publics und so weiter. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach jetzt schon eine Warnung an die Leute da draußen, die so ekelhaft spielen, dass ihr eventuell bald einen Bann riskiert. Denn Respawn hat eine Möglichkeit entwickelt, da lassen sie sich aber nicht in die Karten gucken, Strikepacker zu identifizieren anhand der Spielweise und irgendwelchen Ungereimtheiten. Wie genau, lassen sie, wie gesagt, nicht durchblicken, was auch eine ganz, ganz gute Sache ist, wie ich finde. Aktuell gilt dieses Verbot nur für die Championships, aber auch schon vor über einem Jahr, anderthalb Jahren oder zwei Jahren hat Respawn sich schon dafür ausgesprochen oder gegen die Strikepacks ausgesprochen, dass es nicht okay ist und sie kein Freund davon sind, dass sowas benutzt wird und sie der Meinung sind, dass sowas eigentlich, nicht nur eigentlich, dass es zu 100% Cheaten ist und sich für dieses Spiel nicht gehört. Nun gibt es diese Dinger schon seit einer Weile. Ich bin aber der Meinung, dass es wahrscheinlich auch über die Championships in Zukunft hinaus wahrscheinlich dieses Detecting-System geben wird und vielleicht fest auch in Publics und in Ranked und so weiter implementiert wird, sodass Strikepacker gebannt werden, dass sie ihren Account verlieren, was ich zu 100% befürworte, nicht nur zu 99%, sondern zu 100% bin ich ein Freund davon, wenn das so kommen sollte. Denn ob ich nun als PC-Spieler cheate mit Anti-Aim, Recoil, keine Ahnung, Kontrollgedöns, wie man das eben so nennt, oder Wallhacken, wie auch immer. Warum sollten PC-Spieler als Cheater schlechter behandelt werden als Leute auf den Konsolen, die Strikepacks benutzen? Also eine Warnung an alle da draußen, die das Ding benutzen. Hört lieber jetzt damit auf, bevor es zu spät ist, und spielt endlich auf ehrliche Weise, meine persönliche Meinung. Und jetzt hören wir mit diesem ganzen Strikepack-Gedöns wieder auf, sonst steigere ich mich da nur rein. Das hatte ich schon gezeigt. Jetzt geht es um das Rampart Town Takeover Event. Da habe ich sogar das Datum, wann das released wird. Das scheint direkt zum Split 2 zu passieren. Und zwar am 14. September. Dort gibt es das Rampart Town Takeover und man geht davon aus, dass Rampart dort ihr Erbstück bekommt. Und jetzt geht man aber davon aus, dass das Rampart-Erbstück nur vielleicht so eine Art Verarsche ist, um uns ein bisschen an der Nase herumzuführen. Man munkelt jetzt, dass ganz oben im Kurs Watsons Erbstück steht. Warum? Weshalb? Gibt es noch nicht viele
Indizien, die ich jetzt für euch habe, die hundertprozentig dafür sprechen. Aber ein festes haben auch andere Dataminer schon genannt. Es gab aktuell noch nie ein Town Takeover Event zu einer Legende, die zeitgleich in diesem Town Takeover Event im Mittelpunkt steht und einerseits sofort auch das Erbstück bekommt. Das heißt, wie in der letzten Season hatten wir ein fettes Update für Revenant. Revenant hat ein Erbstück bekommen, aber es gab kein Town Takeover für Revenant. So wie Caustic auch in der Season davor hat auch er sein Erbstück schon viel früher bekommen. Und so spricht dieses eine Argument felsenfest dafür, dass Rampart zwar ihr Town Takeover Event bekommt, aber nicht das Erbstück. Also es kann wie gesagt sein, dass das alles nur ein Troll von Respawn ist. Aktuell gibt es wirklich nur das Erbstück in ganz, ganz schlechten Animation beziehungsweise ohne große Texturen. Das gibt darauf Aufschluss, dass es wirklich wahrscheinlich nur eine Verarsche ist oder Respawn einfach nur möchte, dass wir denken, dass Rampart ihr Erbstück bekommt. So, jetzt habe ich das wahrscheinlich fünfmal in den Mund genommen. Also Watson steht ganz hoch im Kurs. Ich gehe auch davon aus, sollte es wirklich so kommen, ist dann Krypto der nächste an der Reihe. Lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Von der Reihenfolge her ist auf jeden Fall Watson definitiv so langsam aber sicher die nächste und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall in den Kommentaren gespannt, was ihr von all den Informationen und gerade dem Strike Pack Gedöns haltet. Ich freue mich auf eure Meinung. Das war's schon wieder von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt ihr gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.